Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2021 MyTeamKarriere mit Alibaba Racing in der dritten Saison. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Silverstone in Großbritannien und damit haben wir schon bald die Saisonhälfte erreicht, denn wir haben in dieser Saison noch nicht den Grand Prix von Saudi-Arabien drin. Jeddah ist da noch nicht dabei. Leider kam das Update ein paar Tage, nachdem ich diese dritte Saison gestartet habe. Aber sei es drum, dann werden wir Saudi-Arabien eben in der vierten Saison spielen. Jetzt also erstmal geht's weiter in Europa auf Europa-Tour in Silverstone. Nachdem wir im letzten Rennen leider nicht so gut unterwegs waren, es war mal wieder sehr schwierig gegen die KI, wo es irgendwie auf und ab geht, wie man auch an unseren Rennergebnissen sieht. Nachdem wir erst in den Punkten waren, dann viermal nicht, einmal wieder in den Punkten, dann ausgeschieden, dann haben wir gewonnen und jetzt zuletzt 12. in Österreich. Es geht hin und her, hoffen wir, dass es jetzt wieder aufwärts geht in Silverstone. Bei der Aktivitätenplanung haben wir jetzt schon die ganzen letzten Male so ein bisschen auf die Moralgeschichte verzichtet, denn wir sind ja schon relativ am Ende der Upgrades der Forschung und Entwicklung. Trotzdem, weil wir jetzt hier eben 9 Tage Zeit haben, fangen wir mal hier mit dem finanzierten Team-Event an, machen dann noch ein paar Sachen für Fahrer- und Teamanerkennung und dann haben wir zuletzt noch ein bisschen Zeit, um wiederum unseren zweiten Fahrer zu pushen, damit der wieder in die Punkte fährt. Da muss man ja sagen, im Gegensatz zu uns ist Daruvala sehr konstant unterwegs, war jetzt auch schon 6-mal in den Punkten, dafür zwar nur 3-mal als Zehnter, aber trotzdem hat er mit 25 Punkten wirklich respektable Ergebnisse bisher eingefahren. Ja, im letzten Rennen sind wir an die Grenzen unseres Motors gestoßen, nachdem ich davor vergessen hatte nachzuschauen und die Komponenten zu überprüfen. Jetzt aber auf jeden Fall sollten wir einen neuen Motor einbauen, dass hier ja nichts passiert. Wenn wir schon gerade dabei sind, gehen wir auch hier auf eine neue MGUK und ja gut, hier werden wir früher oder später eh ein Problem bekommen bei der MGUH, die ist dann noch ein bisschen frischer nach einem Defekt beim Energiespeicher. Das sieht eigentlich noch okay aus, da würde ich sagen, können wir noch 2 Rennen drauf fahren. Beim Turbolader, ja, das ist auch so eine Sache, der wird uns auch ziemlich sicher flöten gehen, früher oder später. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, das Rennen geht jetzt auf jeden Fall noch. Steuerelektronik, ja, auch da wird es irgendwann kritisch, aber ich denke, ein weiteres Rennen können wir darauf durchaus fahren. Ja, kurz vor dem Grand Prix von Silverstone, jetzt die Nachricht. 2 Upgrades sind angekommen, 1 ist gescheitert. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hinterher zahlen. 834 Ressourcenpunkte, nicht günstig hier bei der Forschung und Entwicklung. Und dann würde ich sagen, können wir gleich hier weitermachen, hier mit dem höchsten Rabatt bei der MGUH, Fehleranalyse. Schauen wir mal, dass das auch dann ankommt. 47 Tage dauert das, also es dauert wirklich ewig, bis diese Upgrades ankommen und wir können 3 parallel machen, also da kommen wir auch nicht bis ans Ende wahrscheinlich in dieser Saison, müssen wir mal schauen, aber ist auch nicht das Wichtigste. Ich denke, gut ist, dass wir auf jeden Fall bei den anderen Abteilungen hier relativ weit vorne sind. Ich meine, wir könnten natürlich hier noch die restlichen auch noch machen, wir sind aber zum Beispiel hier beim Chassis schon ganz vorne, bei der Aerodynamik können wir mal reinschauen. Gut, da haben wir noch nicht die oberste Stufe von der Abteilung freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt gar nicht irgendwie überprüfen, wie gut wir im Vergleich zu den anderen sind. Das ist ein bisschen schlecht gemacht, finde ich. Und hier beim Antrieb, auch da ist es ähnlich. Beziehungsweise, Moment, schauen wir mal, da müsste eigentlich, da haben wir doch eigentlich schon unsere höchste Stufe, dachte ich. Ja, haben wir eigentlich. Also wieso können wir denn da die letzten 2 Upgrades gar nicht machen? Ach so, das sind jetzt nicht Hersteller-Upgrades. Ach, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das kommt dann also eh abhängig vom Motorenhersteller. Beziehungsweise, nachdem wir jetzt ein paar Ressourcenpunkte übrig haben, kleinen Moment, hier sieht man es, 1560, werde ich jetzt hier noch die verstärkten Hydraulikleitungen doch noch entwickeln lassen. Das ist zeitunkritisch und gibt auch keinen Riesenvorteil. Startaufstellung für den Grand Prix von Silverstone in Großbritannien. Pole Position, wieder für Max Verstappen, wie schon im letzten Rennen. Starke Leistung, schlägt die Mercedes. Bottas auf Rang 2, Perez auf der 3, dann Norris auf der 4, Hamilton nur 5. Gasly auf der 6 im starken Alpha Tauri. Ricciardo, Leclerc und Sainz, Tsunoda der 2. Alpha Tauri auf der 10. Dann Vettel, Giovinazzi, Stroll, Daruvala ganz knapp vor uns, nur 14 und 15, Ocon und dann die Underdogs, Russell, Lundgaard, Latifi, Schumacher und wo bleibt denn Schuh? Mazepin, Schuh ist letzter, allerdings auch mit einer Gridstrafe.
Ja, wieder ein problematisches Qualifying. Diesmal waren wir aber ungefähr so schnell wie unser Teamkollege. Das heißt, es lag jetzt nicht unbedingt auch nur an der KI-Schwierigkeit. Das Auto selber also auch nicht allzu schnell hier in Silverstone. Trotzdem enttäuschend für das, dass man eigentlich das drittbeste Auto haben soll, laut dem Leistungsvergleich. Und dann am Ende starten wir wieder von recht weit hinten. Nur vor Ocon sind wir. Die Underdogs zähle ich jetzt nicht unbedingt mit, weil die können wir schon die meiste Zeit schlagen. Bis auf letztes Mal, wo wir dann auch mal aus Q1 rausgefallen sind. Aber sei es drum. Ich hoffe, dass wir hier mit einer guten Strategie durchs Rennen kommen werden. Eine 1-Stop ist hier relativ sicher. Fahrbar auf jeden Fall auch und da würde ich sagen, starten wir auf den schlechteren Medium-Reifen und haben wieder die Soft-Reifen am Ende. Das hätte uns in Österreich auch schon fast noch ein Pünktchen beschert. Ich hoffe, dass wir das hier vielleicht hinkriegen, auch wenn es eher nicht so rosig ausschaut für uns. Die AlphaTauri scheinen auch sehr schnell zu sein. Hoffen wir mal, dass die nicht allzu viele Punkte heute mitnehmen können. So, wir nehmen Startplatz 15 ein. Nicht allzu rosig, wie gesagt. Ocon fährt hier irgendwie durch uns durch, alles klar. Aber wir haben eine gute Strategie, denn wir sind die Einzigen, die auf Medium-Reifen starten. Und wenn wir einigermaßen mit dem Feld mithalten können, dann dürften wir da am Ende einen Vorteil haben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Solange wir jetzt beim Start einigermaßen gut wegkommen, hoffen wir mal auf einen problemlosen Beginn des Rennens. Los geht der Grand Prix von Silverstone. Bereit machen für den Start. Kein gutes Wegkommen hier mit den härteren Reifen. Und da wird es ganz eng hier. Three wide in die erste Kurve hinein. Ocon zieht nochmal zurück. Und wir haben die Nase vorne gegen Russell. Bleibt das auch so? Da müssen wir außen ein bisschen ausholen. Vielleicht können wir sogar den Überraschungsangriff hier außen rumsetzen gegen Daruvala. Und tatsächlich sieht das echt gut aus für uns. Jetzt nochmal weit raus über den Rennstreifen, da Rubala jetzt wieder vorne. So, die erste Runde haben wir überlebt. Das ist alles soweit so geblieben, wie es auch am Start war. Ohne größere Vorkommnisse. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier beim Feld mitschwimmen können oder ob wir dann Probleme bekommen mit den langsameren Reifen. Gelbe Flagge hier, was ist passiert? Da vorne ist ein Crash passiert. Norris hat sich gedreht. Und jetzt wusste ich nicht, ob gelbe oder grüne Flagge ist. Wir hätten hier vielleicht durchziehen können. Jetzt wird es hier richtig eng mit Ricardo und mit Daruvala. Wir ziehen lieber nochmal zurück. Aber Norris sind wir vorbeigekommen. Ja, ich konnte leider nicht zurückspulen bis zu dem Unfall. Jetzt bekommen wir Probleme hier mit Esteban Ocon. Und er geht auch durch. Wir waren sehr spät auf der Bremse, mussten da verteidigen. Aber gegen Ocon mit weichen Reifen war es sehr, sehr schwer jetzt gerade. Ich hoffe nur, dass der ähnlich schnell ist wie der Ruvala und wir da so ein bisschen mitschwimmen können. Wir sind aber nah dran an Ocon, können vielleicht sogar nochmal überraschend angreifen. Zumindest signalisieren wir, dass wir wieder vorbei möchten, früher oder später. Dran an Ocon jetzt. Brilliant. Nice move. Und wieder vorbei. Gutes Überholmanöver gegen den Alpinfahrer. Und wir sind jetzt aber leicht raus aus dem DRS-Fenster, glaube ich, gegen Daruvala. Da müssen wir alles geben, um die Lücke wieder zu schließen. Und wir konnten drin bleiben. Das hat also geklappt. Jetzt können wir uns auch wieder gut gegen Ocon verteidigen. Angriff jetzt gegen Daruvala. Vorbei an unserem Teamkollegen, der lässt uns da auch durch. Ich habe das Gefühl, dass die weichen Reifen jetzt mehr und mehr an Pace verlieren. Und deshalb macht es jetzt vielleicht Sinn, direkt zu versuchen, die Leute hier anzugreifen. Zwei Runden später konnten wir schon die Lücke zu Stroll schließen und 2 Sekunden auf Daruvala rausfahren. Die Frage ist, kommen wir vielleicht an Stroll vorbei? Wir stechen mal nach innen rein und können vielleicht jetzt den Überraschungsangriff setzen. An der ähnlichen Stelle wie gegen Daruvala noch nicht. Nächster Angriff gegen Stroll. Diesmal mit dem besseren Ende für uns, aber dann wir ganz schön am Limit hier in diesen letzten Kurvenkombinationen. Aber wenn wir davor Giovinazzi fahren können, bevor die alle an die Box kommen, dann wäre das echt ein Traum aktuell mit der Pace.
dass wir da ein paar Sekunden einfach gut machen können noch. Denn die fahren ja dann erstmal auf frischen Medium-Reifen wieder raus in Kürze. Und Giovinazzi hat im Gegensatz zu Stroll kein DRS. Das heißt, hier sollte uns das Überholen eigentlich ein bisschen leichter fallen. Wir gehen auf die Innenbahn. Und das hat funktioniert. Vorbei also auch an Giovinazzi. Ja, leider ist so ein bisschen nach dem Überholmanöver die Luft jetzt draußen. Wir verlieren auch nach vorne auf Vettel und jetzt kommt schon ein weiterer Angriff hier von hinten. Wir versuchen jetzt natürlich alles zu geben, hier vorne zu bleiben. Die müssen sowieso jetzt dann in diese Runde in die Box kommen. Die Teamkollegen waren jeweils schon eine Runde früher, beziehungsweise Vettel noch nicht, aber zumindest Ocon. Und wir kommen jetzt doch schon eine Runde früher als geplant an die Box. Das hat den Hintergrund, gute Boxeneinfahrt erstmal, 60 km/h super langsam hier. Das hat den Grund, dass wir auf jeden Fall viel Zeit verlieren auf die, die jetzt schon 2-3 Runden vorher gestoppt sind. Das wird zwar am Rennende dann ein bisschen unangenehm werden auf abgefahrenen weichen Reifen, aber wir haben jetzt schon Sekunde für Sekunde nach hinten verloren und wir wollen ja noch eine Chance haben, uns da vielleicht irgendwie in die Punkte reinzuschleichen. Das wird nicht einfach werden, probieren wir aber unser Bestes. Stopp von unseren Jungs war okay soweit. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Tsunoda und Vettel gehen durch, aber es sieht so aus, als ob wir in der Nähe von Norris rauskommen. Kommen wir da vielleicht vor denen raus? Ah, ganz knapp. Es war auch sehr eng hier bei der Boxenausfahrt, da das Auto nicht wegzuwerfen, wenn man pusht am Limit. Aber keine schlechte Ausgangslage. Wir können vielleicht jetzt an den beiden irgendwie vorbeikommen. Giovinazzi sollten wir jetzt sicher kriegen können. Mit aufgeklapptem Flügel. Er kann sich dann nicht verteidigen. Keine Chance für ihn. Die Frage ist, ob wir noch bis vor zu Vettel kommen. 8 Sekunden ist er vor uns. Norris natürlich in einem deutlich schnelleren Auto als wir, aber auf dem schlechteren Reifen. In der ersten Runde haben wir jetzt nur 8 Zehntel auf Vettel aufgeholt. Es wird also ganz schön knapp werden. Norris scheint genauso schnell zu sein wie wir, obwohl er mit den mittleren Reifen unterwegs ist. Also es wird sehr, sehr schwer für uns, da heute noch was zu reißen. Wir müssen da schon sehr viel Glück haben auch. Ja, und jetzt schon nach 2 Runden auf den weichen Reifen haben Vettel und Norris wieder Zeit auf uns gewonnen. Ja, auf den langen Stint hin betrachtet sind die Medium- und Soft-Reifen ähnlich schnell, muss man sagen. Vielleicht sind sogar die Mediums ein Tick schneller. Deshalb auch unsere gute Leistung im ersten Stint. Und jetzt wird es natürlich nicht mehr wirklich möglich sein, für uns in die Punkte zu fahren. Schade. 8 Runden müssen wir noch überleben, dass wir zumindest vor Giovinazzi und Stroll ins Ziel kommen. Es gab jetzt einige Runden lang keine Vorkommnisse mehr. Wir sind knapp 3 Sekunden vor Giovinazzi. Sieht so aus, als ob wir das soweit halten können, diesen Vorsprung. Jetzt aber die erste Überrundung. Mazepin letzter und damit jetzt eine Runde zurück. Wir sind in der letzten Runde. Giovinazzi bis auf 1,8 Sekunden dran, wird aber nicht mehr die Chance bekommen, vorbeizugehen an uns. Gute Nachricht auch für uns. Was sind die guten Sachen hier im Rennen? Gerade eben schnappt sich Norris noch Tsunoda. Der hat auch schon Vettel da vorne geschnappt. Ah, es ist doch Tsunoda vorne. Ganz knapp wohl auf Startziel. Jedenfalls schnappt Norris trotz Unfall immerhin noch Aston Martin die Punkte weg. Gute Punkte aber für Alpha Tauri, da müssen wir wachsam sein. Für uns ein konstantes Rennen, aber leider nicht schnell genug. Race over. Take care of the car on the way in. Ja, schauen wir uns abschließend noch das Rennergebnis an. Doppelsieg für Red Bull, das kommt doch überraschend, nachdem Mercedes schon immer eigentlich dominiert hat.
Verstappen vor Perez und Bottas. Hamilton hat es in dem Rennen nicht geschafft, weiter nach vorne zu kommen. Im Gegensatz zu Carlos Sainz, der wieder eine unglaublich gute Leistung erzielt. Der schlägt hier Leclerc gerade in jedem Rennen. Wirklich toll, was der Spanier da zeigt. Gasly mit einem guten 7. Platz. Und dann haben wir Ricciardo, Tsunoda und Norris. Am Ende schafft das leider um gerade mal so eine 100stel Sekunde nicht an Tsunoda vorbei. Alpha Tauri heute also der große Gewinner im Konstrukteurskampf mit uns, mit 8 Punkten, die die heute aus Großbritannien mitnehmen können. Daruvala, ein sehr, sehr, ja, sagen wir mal, ruhiges Rennen um ihn. 15. Platz, gerade mal vor Ocon. Ja, unser Auto war auf jeden Fall nicht gut heute. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass wir dann im nächsten Rennen vielleicht noch eine Anpassung machen. Ich denke, wir sollten mit der Schwierigkeit jetzt mal wieder ein, zwei Stufen runtergehen, weil ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass wir das drittbeste Auto haben und immer so gerade in Q2 kommen, auch im Qualifying. Jetzt in diesem Rennen waren wir ja sogar halbwegs so schnell wie Daruvala. Also da finde ich es vom Verhältnis her gut. Wir haben ein richtig gutes Rennen gefahren, waren konstant und schnell unterwegs, bessere Strategie als unser Teamkollege und sind hinter ihm losgefahren, am Ende 10 Sekunden vor ihm ins Ziel gekommen. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche hinsichtlich Realitätsgrad. Aber andererseits ist unser Auto ja irgendwie richtig langsam hier. Wir waren am Ende eine halbe Minute hinter Pierre Gasly und das sollte ja eigentlich schon möglich sein, einen Alpha Tauri zu schlagen mit dem drittbesten Auto. Sei es drum, schauen wir uns die Rangliste an. Gasly damit jetzt auf dem Weg, uns anzugreifen. 28 Punkte hat er, zieht gleich mit Giovinazzi und überholt Daruvala. Bottas erobert erneut die Führung. 4 Punkte jetzt vor Lewis Hamilton und Verstappen verkürzt da deutlich. Jetzt ist er nur noch ein Rennsieg hinter Bottas ungefähr. In der Konstrukteursrangliste macht sich das gute Rennen von Alpha Tauri auch direkt bemerkbar. Die gehen nämlich vorbei an Alpine, die in letzter Zeit sehr stark schwächeln. Also Alpine, aller Voraussicht nach, wird sich da auf dem 8. Platz einrangieren, wenn sich nicht noch was Drastisches ändert. Ja, wieder ein Rennen zum Abhaken, möchte man sagen. Wir sind konstant gefahren, das kann man positiv mitnehmen, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch Änderungen vornehmen für den nächsten Grand Prix. Dann, ich glaube, es geht nach Belgien, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus.